Euch, meine Lieben, ich habe wieder ein neues Rezeptteil für euch und heute wieder ein ganz flottes. Und zwar zeige ich euch, wie ich diese Apfelroulade ganz schnell und einfach gemacht habe. Als erstes habe ich hier einmal 6 Äpfel, die haben bei mir so um die 1 Kilo 200 Gramm. Ihr könnt aber bitte bis 1,5 Kilo Äpfel nehmen. Ich habe jetzt nur nicht mehr zu Hause gehabt, sonst hätte ich auch vielleicht ein, zwei noch dazu genommen. Die habe ich mir jetzt einfach nur geschält. Jetzt werde ich sie mir alle schön aufreiben. So sieht das jetzt bei mir aus. Meine Lieben, ich glaube, ich habe jetzt vorhin 6 Äpfel ge gesagt. Ich habe mich nur verredet. Es sind 8 Äpfel mit 1 Kilo 200 Gramm, aber wie schon gesagt, bis 1,5 Kilo könnt ihr nehmen, aber ich hatte halt nicht so viel da. Nun kommt das Ganze einfach nur in eine beschichtete Pfanne oder in einen Topf, was ihr halt da habt, ohne irgendein Fett. Dann gebe ich da 2 Packungen Vanillezucker dazu. Bei mir hat jeweils jede 8 Gramm. Ihr könnt aber natürlich auch Vanillearoma reingeben oder Paste, was ihr halt da habt. Und jetzt gebe ich noch Zucker dazu. Da werde ich jetzt bei mir nur 2 Esslöffel dazugeben, weil meine Äpfel ziemlich süß waren. Bei euch ist es natürlich abhängig, welche Äpfel ihr nehmt, kostet das dann einfach und bitte gebt dann einfach den Zucker nach Bedarf dazu. Und einen Teelöffel Zimt gebe ich auch noch dazu. Das Ganze werde ich jetzt miteinander einfach nur für ein paar Minuten andünsten, bis die Äpfel einfach nur schön zusammenfallen. So, ja, ich schätze mal so 4 bis 6 Minuten. Das hat jetzt bei mir sogar ein bisschen länger gedauert. Ihr müsst einfach nur schauen, es soll keine Flüssigkeit mehr da sein. Das soll dann wirklich alles schön verdunsten. Seht ihr das? So sollte das dann sein. Wenn es dann bei euch auch so aussieht, könnt ihr dann auch schon abdrehen. Und die Äpfel verteile ich mir dann in einer mit Backpapier ausgelegten Form, also Blech. Das hat bei mir so in etwa 26 mal 38 cm. So in etwa, ihr schaut halt, was ihr zu Hause habt. Ihr müsst halt dann nur schauen, dass sich das mit den Äpfeln ausgeht, dass ihr wirklich den ganzen Boden damit belegen könnt. Jetzt gebe ich einfach nur alles schön drauf. Jetzt werde ich das wirklich schön gleichmäßig verteilen, dass der ganze Boden mit den Äpfeln bedeckt ist. So in etwa sollte das dann aussehen. Man soll wirklich nirgends mehr irgendwas vom Backblech sehen. Schaut einfach nur, dass ihr das so ebenmäßig wie möglich probiert zu machen. Jetzt geben wir uns das einfach nur zur Seite und machen dann unseren Biskuit. Dann habe ich hier genau 6 Eigelbe. Da gebe ich dann einen Schuss Vanillearoma dazu. Ihr könnt natürlich auch Zucker oder Paste nehmen. 80 Gramm Milch. Die hat bei mir ganz normal Zimmertemperatur. 60 Gramm neutrales Öl, das ist jetzt in meinem Fall Sonnenblumenöl. Ihr könnt aber natürlich auch Rapsöl nehmen. Das Ganze werde ich jetzt kurz einfach nur vermischen, bis das Ganze so aussieht. Mehr muss auch wirklich nicht sein. Als nächstes siebe ich mir hier einfach nur 85 Gramm Mehl hinein. Das mache ich gleich in einem und verrühre das gleich mit dem Schneebesen. So sollte das dann aussehen. Schaut einfach nur, dass ihr keine Klümpchen drinnen habt. Als nächstes habe ich hier genau 6 Eiweiße. Und da gebe ich jetzt eine Prise Salz dazu. Und dann auch noch gleich genau 15 Gramm Maisstärke. Das ist eine ganz normale Speisestärke. Das geben wir auch dazu. Das bewirkt, dass euer Teig dann einfach viel fester und stabiler wird und so ist die Chance, dass euch alles zusammenfällt, also der Teig, viel, viel geringer. Das Ganze werden wir jetzt einmal richtig gut aufschlagen. Nun werde ich nach und nach 80 Gramm Zucker dazugeben.
und das dann einfach nur schön steif aufschlagen. Und so sollte das dann zum Schluss aussehen. Nun gebe ich mir einfach von meinem Schnee ein bisschen was da einfach dazu. Und hebe es da einmal unter. Dann gebe ich das Ganze einfach nur da alles zum Schnee dazu. So. Und nun werden wir das Ganze einfach nur schön vorsichtig unterheben mit einem Schneebesen beziehungsweise dann einfach nur mit einem Spatel. Das Ganze verteilen wir dann über unsere Äpfel, streichen es dann auch schön glatt. Nun kommt das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze für in etwa 30 bis 35 Minuten. Nach genau 30 Minuten ist er jetzt bei mir fertig. Jetzt werde ich ihn einfach nur 10 bis 15 Minuten ein bisschen so auskühlen lassen. Nun werde ich hier einfach nur ein Backpapier drüber geben. Und das Ganze dann einfach nur schnell stürzen. Nun werde ich das Backpapier davon den Äpfel vorsichtig entfernen. Bitte passt auf, das ist noch ganz, ganz heiß, dass ihr euch da nicht verbrennt. So, und nun werden wir das schön vorsichtig einrollen. Bitte passt nur auf, dass ihr euch da mit den Äpfeln nicht verbrennt. Ich nehme jetzt da einfach nur hier das Backpapier zur Hilfe und gebe das da wirklich schön eng hinein, rolle es dann so schön vorsichtig auf. Seht ihr? So. Ich ziehe das nur ein bisschen weiter her, dass ihr besser dazu sehen könnt. Wirklich so gut und eng, wie es geht. Sobald ich dann ein bisschen Backpapier schon da frei habe, nehme ich mir einfach nur, das ist eine durchsichtige Folie. Ich nehme mir immer da die Rolle, weil die Größe dazu gut passt. Rolle das da hier so hinein. Seht ihr? Und halte das jetzt und dann kann ich das einfach so schön mit Spannung aufdrehen und rolle es hier so meine Rolle fertig. Das ist doch nur so ein bisschen schwierig, damit ihr auch wirklich gut dazu seht. Ich werde das mal ein bisschen umdrehen. Vielleicht seht ihr dann besser dazu. So, seht ihr? Ich drehe da einfach nur schön eng weiter auf. Und so kann ich die Rolle dann so fertig rollen. So, schaut da mal, so sieht die Rolle jetzt fertig aus. Jetzt werde ich da nur ein bisschen noch schauen, ob das da wohl passt. Nun werde ich das einfach zuerst bei Zimmertemperatur abkühlen lassen und dann gebe ich das noch für circa eine Stunde in den Kühlschrank, dass es dann einfach ein bisschen fester wird. So, meine Lieben, und so sieht sie jetzt bei mir fertig aus. Ich habe jetzt nur ein bisschen Staubzucker noch aufgegeben und mehr, finde ich, braucht das auch nicht. Ja, ich hoffe, dieses einfache und schnelle Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da, vielleicht einen Kommentar, berichtet mir im Nachhinein, wie ihr leicht das Rezept findet, beziehungsweise wie es euch schmeckt. Ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!